Europa. Eine große Vision reduziert auf eine Frage des Geldes? Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Der Euro in einer Dauerkrise und damit auch die Idee von Europa? Europa, ursprünglich ein Friedensprojekt, entwickelt aus den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Ein Markt ohne Zölle, ohne Arbeitsbeschränkungen, freies Reisen ohne lästige Grenzkontrollen und die Möglichkeit für junge Menschen in ganz Europa zu studieren. Doch die Vision einer harmonischen Einheit hat sich noch nicht erfüllt. Jugendarbeitslosigkeit im Süden, das soziale Gleichgewicht ist aus dem Lot geraten. Die mediale Erzählung Europas hat sich zu einer Geschichte der Krise und weniger der Chancen entwickelt. Sehen das die Menschen auch so? Was bedeutet Europa heute? Europa? Europa bedeutet für mich Vielfalt. Multikulti. Sehr angenehm, dass man reisen kann, wie man möchte. Frieden und für alle. Es ist toll, dass man überall in Europa studieren kann, also wo man will. Dass die großen Länder, die eben größere Mächte haben, auch für die kleinen da sind. Es ist wichtig, dass man zu den mächtigen USA auch mal ein Gegenstück da hat.